Moin meine Lieben und herzlich willkommen auf dem Fishing Team Highlight Kanal. Heute ganz besonderes Thema, wie ich finde. A, bin ich kein richtiger Hechtangler und B, bin ich in den Elbtalauen eigentlich noch nie so richtig gezielt auf Hecht gewesen. Und das ist heute das Thema. Wir wollen heute ganz gezielt dicke, fette Elbhechte fangen. Und das funktioniert jetzt nur im Herbst und im Winter. Warum, wieso, weshalb? Das erklären wir euch jetzt in diesem neuen Film. Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, also Florian und Kai, die waren ja jetzt schon unterwegs letzte Woche, dann solltet ihr jetzt ganz kurz auf Pause drücken, einmal das alte Video anschauen, weil das ist so ein bisschen Fortsetzung heute, würde ich jetzt sagen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Mann, 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 dass ich so früh nochmal aus dem Bett komme und gute Laune habe, das ist ja auch selten. Das liegt wohl ein bisschen an der Zeitumstellung. Heute konnte man ja dann doch wieder eine Stunde länger schlafen. Und wenn man jetzt hier mit der Herbstsonne geweckt wird und alles so schön bunt ist, ach, das ist doch einfach geil. Und die Vorfreude beim Angeln, das ist ja sowieso immer richtig geil. Allgemein die Hinfahrt, das ist ja echt immer Wahnsinn. Man fährt an Gewässern vorbei, das ist so eine typische Anglerkrankheit, würde ich sagen. Egal über welchen See man fährt oder wenn man über eine Brücke fährt, wo darunter ein Fluss lang fließt oder ein Kanal. Ich glaube, das ist so eine Anglerkrankheit, dass man sich immer vorstellt, oh Mensch, was könnten hier für Fischarten so drin sein? Wo könnte man da angeln? Ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare kurz schreiben, ob euch das auch so geht. Hashtag geht mir auch so. Einmal kurz reintippen, dann weiß ich Bescheid. Kai und Flo, die waren richtig geknickt letztes Mal. Also die ersten drei Tage in der WhatsApp-Gruppe, da war echt Trauerstimmung. Und ich weiß gar nicht, warum die so geknickt waren, weil ich sag mal, die haben zwei Fische gefangen. Es sind, glaube ich, zwei Hechte rausgekommen. Und gezielt auf Elbhechte, das finde ich persönlich nicht leicht. Da muss man sich schon auskennen und von daher kann man super zufrieden sein, wenn man zwei Fische gefangen hat. Auch wenn es jetzt keine riesen Ochsen waren, waren ja zwei Gurken. Aber Fisch ist Fisch und das ist doch die Hauptsache. Der schöne Angeltag steht immer im Vordergrund. Ich denke mal, die waren so ein bisschen geknickt, weil beide nochmal jeweils einen guten Fisch verloren haben. Ü90 hieß es. Am Ende weiß man es nie, aber wenn zwei schöne Fische aussteigen, dann ist man schon als Angler, gerade als ehrgeiziger Angler, wirklich geknickt. Nee, aber sowas gehört dazu. Man kann gerade beim Hechtangeln nicht jeden rausholen. Und von daher, Kai konnte eigentlich gar nicht mehr ruhig schlafen. Er sagte, wir müssen nochmal los. Und Florian hatte leider heute keine Zeit. Er hat, glaube ich, der muss seine Terrasse noch pflastern heute. Insofern machen wir heute mal einen kleinen Wechsel. Ich fahre zu Kai. Und ich probiere es nochmal mit Kai und vielleicht kriegen wir heute nochmal einen schöneren Hecht raus. Ich würde sagen, gar nicht so viel schnacken. Ist ja bei mir immer schwer, ne? Ich fahre los, komm heile an und wir sehen uns gleich am Wasser. Hier kommt die Einheit, man kennt sie Bein bei. Obwohl sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Meinst du, es wird heute besser laufen? Ich hoffe, wir werden alles geben. Bedingungen sind ähnlich wie letzte Woche. Kann aber trotzdem alles anders sein. Jeder Angler weiß das. Jeder Tag ist anders. Und wir werden einfach werfen. Wir werden zu dritt die Buden beangeln. Jeder wird was anderes machen. Wir werden es ein bisschen auf Zander anlegen. Einer von uns wird mit größeren Gummis so die Kessel abfischen, das Rückwasser abfischen, wo die Hechte ganz gerne mal stehen. Aber auch die Strömungskante. Und wir werden ein bisschen taktisch vorgehen. Und werden einfach schauen, wo was hängen bleibt. Na, ganz einfach. Los, oder? Auf jeden Fall. Willkommen an der Elbe, ihr Lieben. Das wären jetzt hier die ersten Spots. Aber leider ist doch ein bisschen Sonne heute da. Eigentlich sollte es schön bewölkt sein und nass sein. Aber ja, wir machen das Beste draus. Wir werden jetzt hier richtig schön einmal die Buden ausfischen, machen so ein bisschen Strecke nach links und rechts hoch. Nachher werden wir noch mal andere Spots anfahren. Und hier erhoffen wir uns jetzt erstmal Meister Essox, der irgendwo hier in der Buhne lauert. Einer von uns wird an der Strömungskante auch noch ein bisschen auf Zander fischen. Schauen wir mal. Mensch, was wird denn hier aufgebaut, Kai? Ja, wir machen noch ein kleines Gewinnspiel heute. Du bist aber wieder großzügig heute. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was zu liegen gehabt. Die kommen ja von dir. Ich habe hier noch zwei Westingsgummis für die Zander, für die Hechtangelei. Ein paar passende Haken dazu. Und das hat noch Matthias vom Angelshop Gerstner mit reingehauen. Hier ein paar 16er Seikas, die für Zander und für Hecht immer zu gebrauchen sind. Ja. Mehr dazu später, ne? Genau. Ich habe mich jetzt erstmal für einen Lieblingsköder entschieden. Schön nochmal mit
Drilling in der Elbe, ganz wichtig. Und gucken wir mal, ob da jetzt was geht. Okay, ich habe ja gehört, hier war schon der erste Biss. Ja, Absinkbiss. Weiß nicht genau, ob was am Gummi zu sehen ist. Jedenfalls war es eindeutig. Können wir auch gleich mal sehen, was du jetzt als erstes fischst. Das war definitiv Hecht. Ja, guck mal, wie mit einer Rasierklinge geschnitten. Scharf, also eher, aber vermutlich Hecht. Eher kleinerer Hecht. Aber ja. Macht ja nichts. So. Du fischst heute so ein bisschen etwas kleinere Gummis. Ja, so 14er. Mal schauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man gezielt auf Hecht an der Elbe angelt, muss man jetzt hier nicht so eine riesen Latschen durchziehen. So 14, 15, 16 Zentimeter ist völlig ausreichend hier an der Elbe. Ne? Sehr gut. So, Kai sagt, keine Schlappen werfen. Und dann werfe ich... Oh, da ist doch der erste Fisch. Komm, ich reich dir mal den Kescher. Ja. Schön. Dann war nochmal schön hinterhergegangen. Das sieht fast nach Zander aus, wie tief wieder steht, ne? Steht noch ganz gut im Kopf. Nein, ist aber ein Hecht. Schöner Hecht. Ja, den wollen wir doch. Jawohl. Sehr, sehr stark. Sehr gut. Das war bestimmt der Lütte hier vom Kai gerade, oder? Schwer zu sagen, kann man bei Hecht immer nicht so sagen. Ne? Aber auch kampfstark, also hat echt Bock. Ne? Und der Drilling hat sich bewährt. Und der Drilling hat sich bewährt, ja. Ja, Petri! Petri! Jawohl! Super! Das geht gut los. So ein schöner 8-Essox erstmal. Jawohl. So, dann haben wir. Hätte ich nicht gedacht. Erstmal schöne gedacht. 72. Sauber, dickes Petri. Jawohl. So, die Zander Joker J Classic One kann auch Hechte. Ja, sehr ja. Schöner Elbhecht. Jawohl. Tolle Farben. So, dann mal wieder rein mit dem Jutzen. Würde ja? Ich auch sagen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt die großen Schlappen hier werfen. Kai sagte, die laufen nicht so gut, aber ich wollte es trotzdem probieren. Aber jetzt hat man bei Matze gesehen, relativ klein, der Köder. Ich werde jetzt hier auch mal so ein Troubleshot nehmen im Barschdekor. Ein Biss, ein schöner Hecht, affengeiler Start, würde ich sagen. Legen wir los. Ja, wir sind keine 10 Minuten am Wasser. Ich hatte gleich einen Kontakt. 3 Minuten später haut Matze gleich ein Ü70 Hecht raus. Schöner Start. Ja, wir wollen jetzt nicht länger hier rumtrödeln. Ich glaube, wir haben eine gute Phase jetzt und wir wollen noch ein paar Fische rausleiern. Na los. Ja, liebe Angelkollegen, mir ist gerade was aufgefallen hier, was mich ein bisschen ankotzt, ehrlich gesagt. Und zwar, wir sind auf der ersten Buhne hier und ich sehe schon hier gute 10 Meter geflochtene Schnur, die hier rumliegt. Ist natürlich eine perfekte Falle für jegliche Vögel und so weiter. Etc. Genau. Ich habe aber auch einen Müllsack mit. Ich wollte heute ein bisschen aufräumen, das passt doch gut. Ja, einfach mal ein kleiner Appell. Ja, sowas ist einfach Kacke. Lass das bitte. Wir müssen den Ökos nicht noch mehr Zündstoff geben, uns zu verurteilen, uns Angler. Einfach seinen Scheiß wieder mit nach Hause nehmen. Das ist kein großer Aufwand und ja. Man sieht es leider sehr, sehr oft. Einfach lassen, mit nach Hause nehmen, fertig. Catch and clean, das ist wichtig. Mensch, Matze, du machst uns nass hier heute. Jawohl. Freuen, wir hatten die Buhne ja wirklich schon ausgefischt eigentlich, ne? Ja. Boah, Viertelstündchen. Nicht der Kopfstöße? Ja, ich merke Kopfstöße. Kein ganz schlechter Fisch, oder? Nein. Alter, ist das gespannt. Da kommt er. Zander. Schöner Zander. Jawohl, schön Schuh. Matze. Jawohl. Schön führen, schön langsam ran hier. Ja, ja. Dickes Petri. Jawohl, danke. Jawohl. Sehr gut. Was sagt der Bruder? Alter! Geil! Juhu! Ja. Jawohl! Ja, mal schön vorsichtig. 62. 64. Ist doch egal, ob 62. Okay. Dickes Petri, Matze. Jawohl, danke schön. Schöner Zetti. Mal gut, dass wir den Matze dabei haben, wa? Oder? Ja, schön. Ja, ist natürlich, hat sich jetzt ein bisschen zugezogen. Das ist auch eine sehr, sehr tiefe Buhne. Da kann jetzt auch tagsüber natürlich immer mal ein Zander kommen. Was ja
im Herbst auch nicht unmöglich ist. Viele sagen immer im Herbst, das Wasser ist klar, was ja richtig ist. Trotzdem kann man, wenn man die richtigen Spots ein bisschen ausfischt und so, kann man auch tagsüber immer einen Zander fangen an der Elbe. Ja, ja, aber freue ich mich natürlich. Aber jetzt wollen wir noch einen Hecht fangen. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier wieder an der ersten Buhne angelangt, wo wir vorhin gestartet haben und auch gleich den Fisch hatten. Der Kai hatte ja vorne am Gleithang auch noch relativ zeitnah einen Einschlag und einen schönen Cut im Gummi. Und ja, unsere Hoffnung ist, dass er vielleicht nochmal einsteigt und allgemein hier vielleicht noch ein bisschen mehr Fisch drin steht. Wir werden hier nochmal 10 Minuten investieren und werden dann nochmal einen Spotwechsel vollziehen. Ja, und ich habe jetzt auch wieder den Gummi dran. Der Zander hat mich doch wieder sehr motiviert. Ich bin ein großer Zander-Sympathisant. Und auch wenn das Thema ist, heute Hechte zu fangen, ja, mit dem Gummi hat man einfach beides so ein bisschen abgedeckt. Gleich ein Biss gehabt. Das ist ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, gezielt im Herbst auf Elbechte zu fischen. Ihr habt das Video ja letzte Woche schon mit Flo und Jens, hieß der andere, glaube ich. Ja. Jens und Kai gesehen. Kamen ja auch zwei Hechte raus. Und heute wollten wir noch mal so ein bisschen an der Größe arbeiten. Allgemein, wenn ihr gezielt auf Elbhechte fischen wollt, klappt das natürlich sehr, sehr gut im Herbst oder im Winter. Warum? Der Hecht ist ein Augenräuber und braucht natürlich auch irgendwo eine gewisse Sichtweite. Und die habt ihr im Sommer, wenn diese Algenblüte da ist, nicht da. Also das heißt, da fängt man natürlich auch mal einen Hecht, aber die Chance steht im Herbst einfach deutlich höher oder ist einfach größer. Und auch wie Kai vorhin sagte, ein Zander kann natürlich auch mal trotzdem einsteigen, auch wenn das Wasser ein bisschen klar ist. Wir haben den Vorteil, dass heute das Wasser hier nicht ganz so klar ist und dass wir jetzt auch Wolken gekriegt haben und zack war der Zander gleich da. Allgemein kann man vielleicht nochmal sagen, dass wir heute keine gezielten Buhnen aufsuchen, sondern wir machen so ein bisschen Buhnenhopping, also ähnlich wie beim Zanderangeln. Denk mal so 10 Minuten pro Buhne, Gleithang, Prallhang einmal abfischen. Wenn da nichts passiert ist, dann hat der Hecht meistens auch eigentlich gar nicht so Lust. Wir werden ihn so ein bisschen triggern mit verschiedenen Größen, wie gesagt mal Gummi, mal Shatterbait und ja, müssen den Hecht jetzt einfach suchen. Und auch ganz wichtig, wir angeln auch nicht nur genau am Gleithang, wie wir im Sommer angeln, wo die meiste Strömung ist und auch der meiste Sauerstoff ist, sondern wir werden auch wirklich den Buhnenkessel einmal richtig auswerfen. Ne? Weil gerade da hatten wir heute auch die meisten Bisse, zumindest was den Hecht angelangt. Und ja, also allgemein die ganze Buhne einmal ausfischen und suchen, einmal abklopfen und irgendwo wird so ein Räuber schon stehen. Ja, wir haben jetzt hier nochmal 10 Minuten in die Buhne investiert, wo ich gleich zum Anfang den Hechtkontakt hatte. Hatte so ein klein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht sich beruhigt hat und doch noch mal drauf nagelt. Ja, hat nicht geklappt. Ja, wir machen jetzt eine andere Strecke mit ein paar schönen Buhnen und angeln jetzt schön in den Abend rein und schauen, was passiert. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir noch ein, zwei Fische in der Kamera zeigen können heute. Matze, du machst uns hier heute fertig. Scheint ein schwerer Fisch zu sein, oder? Ja. Gute Schläge. Matze, Junge! Zander. Denke ich. Ja, Kopfschläge. Und dann auch kein schlechter. Großer Fisch. Schöner, schwerer Fisch. Hecht. Hecht? Ja, schön. Boah, schöner Elbhecht. Weil. Mach in Ruhe. Ja, ja. Schöner Elbhecht. Der hat 90. Hängt auch wieder am Drilling. Mach lieber ein kleines Stück die Bremse auf. Der hängt nur am Drilling. Schöne Maschine. Okay, ich führe ihn. Halt. Guck bitte. Jawohl. Da haben wir ihn. Meister. Jawohl. Geiler Hecht. Alter. Geiler Hecht. Jawohl. Alter. Super. Alter, der könnte über 90 haben. Ja, und richtig massiv, richtig schön, massiv. Schönes Ding. Matze, geil. Sehr schön. Oh, da haben wir doch das dicke Kroko. Matze, jawohl. Was ist das hier? Taktik aufgegangen, sehr gut. Sehr Taktik geil. Aufgegangen. Sehr schön. Schöner Elbhecht. Ja, Petri, richtig massives Tier. Dankeschön. Vom Feinsten. So, Matze, das hat ja hervorragend geklappt. Dritter Wurf auf der Buhne hier. Ja, zum Köder zu sagen, das ist ein 16er Seika Pro Frequency Shad, ist eigentlich gar kein ausgemachter Hechtköder,
Aber wir fangen da ganz gut Hecht mit und deswegen hängen wir den öfter mal ran. Da ist auch immer mal ein Zander möglich und ja, hat mal wieder gepunktet. Geil, freue ich mich. Yep. Großer, massiver Hecht. Genau das wollten wir heute. Nachdem wir letzte Woche so ein bisschen, naja, nicht so gut lief, haben wir heute schon richtig gut geliefert. Und wir sind ja noch lange nicht fertig heute, da kommt noch was. Geil, Petri, Alter. Petri. Wollen wir wieder fischen? Ja. Jawohl. Ich werde jetzt auch mal eine Nummer kleiner fischen und vor allem eine Nummer schlanker. Weil jetzt so in der Dämmerungszeit haben wir noch mal mehr bessere Karten auf Zander. By the way, Kai und ich haben vorhin noch mal lachen müssen. Alle sagen ja immer, dass man im Herbst oder bei klarem Wasser überhaupt keine Zander fängt am Tage, aber Matze hat das Gegenteil bewiesen. Und jetzt ist es echt diesig, richtig schön bewölkt. Von daher, ich werde jetzt eine Nummer kleiner fischen. Muss mal gucken. Ich werde auch erstmal wahrscheinlich hier den Seiker machen in so einer natürlichen Farbe, natürlichen Dekor. Oder auch der Gapshad, den fische ich jetzt auch mittlerweile sehr, sehr gerne. Der hat hier in der Mitte diese Aussparung, wodurch dadurch noch mehr Verwirbelungen unter Wasser stattfinden. Und vor allem guckt der Haken immer raus, man hat weniger Aussteiger. Ich werde trotzdem mit dem Seiker anfangen, weil der hat mir auch schon viele Zander geliefert. Und da wird auch ein Hecht drauf gehen, das haben wir ja eben bei Matze gesehen. Und mega geil, also es läuft tatsächlich heute nur bei Matze bislang. Aber Hauptsache Fisch für euch und vor allem so eine richtig schöne Elbgranate. Ach, Kai und ich sind auch richtig happy, da freut man sich doch einfach mit als Angler. Und ich bin guter Dinge, sie scheint zu beißen und Kai und ich werden auch noch einen Fisch fangen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Hier liegen aber auch Schuppen, ne? Fisch? Mach gut die Kamera an. Okay. Ja Leute, das ging einfach zu schnell für die Kamera. Jetzt habe ich auch noch mal einen bekommen. Ah. Schöner Elbhecht hier nochmal für mich jetzt. Auf jeden Fall. Ja, und wie 70. Wir haben es gar nicht geschafft. Matze war noch gerade am Verarzen. Ich denke auch ein 75er. Schöner Elbhecht. Direkt vor den Füßen raufgehämmert beim Einkurbeln. Okay. Auf dem Perch-Dekor. Mega. Also heute. Echte Wollen. Heute läuft's. Heute machen wir richtig was gut hier. Super. Schöner Fisch. Ach, schön. Sehr schön. Puh. Leute, bin noch so ein bisschen durcheinander. 83 cm, also heute haben wir es überhaupt nicht mit dem Schätzen. Den Zander haben wir größer geschätzt, den ersten Hecht haben wir kleiner geschätzt. Den, jetzt habe ich mich fast verraten, Zentimeter Fisch, Punkt, 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 den haben wir auch ganz, ganz knapp unter einem Meter geschätzt. Na gut, eher 95, 90. Wie groß er genau war, da machen wir nachher, wie gesagt, beim Gewinnspiel weiter, da kommen wir nochmal zu. Und auch bei meinen Ebene haben wir so auf den 75er geschätzt, glatte 83. Aber so ist das manchmal, wenn die Fische ein bisschen schlanker sind. Man verschätzt sich dann doch. Kam direkt beim Hochleiern vor den Füßen. Richtig, richtig cool. Ich habe gerade hier mich doch nicht für den schlanken Gummifisch entschieden, sondern ich habe nochmal den Troubleshad dran gemacht. Sowieso eine absolute Hechtwaffe. Der flankt einfach richtig geil. Gut, ob die jetzt noch Knoblauch riechen oder nicht, ich denke mal, das ist wurscht. Eine Nummer kleiner gefischt. Gleich werde ich nochmal eine Nummer größer ran machen. Ja, und Perch-Dekor, das zieht sowieso eigentlich immer. Das ist absolut geil. Und jetzt bin ich auch so ein bisschen erleichtert. Kann ja nicht sein, dass nur Matze hier was rausholt, ne? Nein, wir freuen uns natürlich, wenn überhaupt irgendwo Fisch rauskommt und geil ist es natürlich trotzdem. Wir machen weiter und vielleicht werden wir gleich nochmal ein, zwei gemeine, allgemeine Tipps einfach nochmal aussprechen. Nehme ich Kai mir nochmal mit an die Seite ran, weil der fischt ja dann doch einfach öfter an der Elbe auch mal gezielt auf Hecht und vielleicht verrät er euch nochmal so den einen oder anderen Geheimtipp. Sagen wir lieber nichts zur Größe, wir verschätzen uns eh immer. Petri, Meister. Petri. Da ist er, jetzt habe ich mich auch endlich entschneidert. Ja, so ein knapp über 70 wird er haben. Wir haben jetzt nicht grob gemessen. Ja, nicht lange rumwursteln. Schöner und Fisch. Ab zurück ins Wasser. Ja, meine Lieben, endlich kommen wir mal alle drei zum Sitzen. Muss man ja wirklich so sagen, also es ist doch wirklich ein Sahnetag.
Wie viele Hechte haben wir jetzt? 4 oder 5? 5. Und ein Zander. Und wir haben noch eigentlich den halben Tag. Wir wollen ja noch in der Dämmerung und die Dämmerung mitnehmen. Gerade der Zander, da reizt uns dann doch nochmal sehr. Also, ich bin mega zufrieden und ich denke, wir konnten euch schon so ein paar schöne Fische zeigen. Gerade Matze, der hat ja übelst rasiert hier heute. Sehr, sehr gut. Ja. Und es ist ja noch lange nicht Ende. Kai, du machst ja viel, viel Angelguiding. Ist ja eigentlich mit deinem Hauptberuf. Oder ist das dein Hauptberuf? Das ist mein Hauptberuf, genau. Seit 12 Jahren, ja. Genau, also wenn sich einer auskennt, dann du hier an der Elbe. Vielleicht kannst du den Zuschauern und gerade den Anfängern unter unseren Zuschauern noch mal kurz so 2, 3 allgemeine Grundtipps geben, wenn man zum ersten Mal in der Elbe angelt und wirklich mal einen gezielten Hecht fangen möchte. Was kannst du den Zuschauern mitgeben? Ja, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Allein schon von der Jahreszeit natürlich warten bis Ende September, Anfang Oktober. Das Wasser klart auf, das ist ganz normal. Ne? Im Sommer hat die Elbe extrem trübes Wasser. Durch die ganze Planktonblüte und so, das stirbt dann alles ab, wenn das Wasser kälter wird. Und jetzt haben wir natürlich sehr, sehr sichtiges Wasser, was dem Hecht entgegenkommt. Ja? Also ab Oktober ist eine Top-Zeit für Elbhechte. Ne? Und wir wollten ja extra auch nochmal ein Video machen, was wir nochmal auf Hecht machen, weil Zander-Videos gibt es ja wie Sand am Meer. Bei uns und, eh viel. Natürlich genau. Ist der Zander mein Lieblingsfisch und bleibt es auch. Und ist ja auch mein Steckenpferd, aber wir wollten halt auch nochmal zeigen, dass man auch gezielt Hechte in der Elbe fangen kann. Ja, Tipps, konzentriert euch nicht nur auf die Strömungskanten. Werft die Buhnenkessel ab, werft die etwas durchströmten Ecken ab, werft die Steinpackungen ab. Ne? Bisschen größere Gummis werfen, so 14, 15, 16, 17 cm. Meiner Meinung nach, habe ich glaube ich vorhin auch schon mal gesagt, bringt es nicht hier irgendwelche 30er Latschen durchzuziehen. Das ist totaler Quatsch hier bei uns an der Elbe. So 14, 15, 16 cm Gummis reagieren die Hechte hervorragend hier drauf. Und, bisschen bauchiger. Eigentlich auf Hecht, genau. Wobei Schlanke heute auch gut gefangen haben. Genau, ein bisschen größeres Paddel, so diese typischen Hecht-Gummis halt. Ne? Da gibt es ja unzählige Hersteller, die Sachen machen. Ne? Nicht zu schwer angeln, dass der Köder schön auspendelt. Schön bedeckter Tag. Ein bisschen Wind ist natürlich immer gut. Eigentlich für so ziemlich jede Angelei ist ein bisschen Wind ganz gut. Ne? Ja, und dann einfach Buhne zu Buhne zu Buhne. Krallt euch nicht zu sehr an einer Buhne fest, so 15, 20 Minuten, wenn da nichts passiert, ist in der Regel auch kein Hecht da, der Bock hat. Weiter, nächste Buhne, neue Buhne, neues Glück. Das ist so ein alter Spruch, was sehr, sehr oft einfach so ist. Ja. Ja. Am Zander könnt ihr mal so eine Buhne schon länger ausfischen, wenn ihr mal eine geile Buhne erwischt habt, weil die ziehen mal rein. Ganz genau. Hecht müsst ihr finden und wenn der nicht da ist, dann genau. Gleich weiter. Ne? Ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, denkt an das Stahlvorfach, gerade so viele Elbangler, die angeln wirklich das ganze Jahr über auf Zander mit Fluorocarbon, was ja irgendwo auch okay ist. Aber jetzt so, wenn das Wasser klarer wird, auf jeden Fall Stahlspitze vorschalten und eigentlich im Sommer auch. Besser ist es einfach. Ne? Die Zander stören sich nicht, ich denke, da kannst du auch bestätigen. Ich sag mal so, im Sommer, wenn das Wasser sehr, sehr trüb ist, hat man relativ wenig Hechtkontakt. Mhm. Also da fischen wir auch schon mit Fluorocarbon, ne? So ein 40er, 45er Fluorocarbon, dem kann man auch schon ein bisschen was anbieten. Gezielt auf Hecht ist natürlich immer Stahl oder Titan angesagt. Ich glaube, das habe ich in dem letzten Video auch schon gesagt. Ich halte auch nichts davon, so 70er oder 80er Fluorocarbon oder Hartmono. Selbst das, wenn das muss noch nicht mal ein großer Hecht sein, wenn der überbeißt und sich schüttelt, das sengelt der durch. Muss ja auch nicht sein. Feiner Stahl und gut ist. So ein 10, 12 Kilo Stahl, das ist völlig okay. Ja. Das ist auch relativ unauffällig, das Material. Es gibt heutzutage schon so eine guten Stahlmaterialien. Ist nicht mehr so wie früher, wo man diese grünen Bautenzüge davor bamselt. Ja. Ne? Ganz kurz nochmal zur Köderführung. Matze, deine Hechte kamen beim Jiggen ganz normal, also Faulenzen oder beim Leiern? Beim Jiggen, aber halt immer beim Anheben, in der Anhebephase vom Köder. Man hat dann halt auch schon gemerkt, sie waren die ganze Zeit hinterher und sind dann halt dementsprechend in dieser letzten Phase, wo sie dann gereizt waren, sind sie dann halt richtig aufgeknallt. Ja, genau. Ja. Genau andersrum wie beim Zander, der zu 99% in der Absinkphase beißt, ist beim Hecht halt ab und zu mal, dass sie wirklich beim Anheben oder beim Reinkurbeln draufsengeln. Ne? Ja. Ja, sehr, sehr geil. Also probiert es ein bisschen aus. Fischt nicht nur auf dem Grund, auch mal ruhig ein bisschen über den Grund. Der Hecht ist ja ein Augenräuber und guckt auch gerne mal nach oben. Er kommt auch hoch. Habt Spaß an der Elbe. Hechte in der Elbe ist was ganz Besonderes. Leider gibt es sie ja gar nicht mehr so häufig, weil die fehlenden Laichplätze nicht da sind. Ja, ich muss sagen, aber dieses Jahr ist viel, es geht echt gut. Und wir haben auch wirklich große Hechte gefangen. Guck mal, wir haben 5 Hechte jetzt und keiner unter 70. Mega geil. Ein Ü80 und einen noch eine Nummer größer. Wir wollen es nicht verraten. Er ist genau. Ja, er ist auf jeden Fall über 80. Und sag mal so, die letzten paar Jahre war es mit Hecht nicht mehr ganz so. Wir haben in diesem Jahr auch extrem viel so 30er, 40er Hechte so als Beifang beim Zanderangeln. Das ist ein Zeichen dafür, dass die sind alle von letztem Jahr, also das letztes Jahr ein ganz gutes Hecht, Laichjahr gewesen sein muss, dass sehr, sehr viel Nachwuchs da ist.
Und ja, und dieses Jahr sind doch irgendwie vermehrt die großen Hechte wieder da. Sehr geil, so soll es sein. Das ist manchmal so. Ja. Uns freut es, das ist ja heute das Thema, dicke Hechte fangen. Wir haben schon ein bisschen bewiesen und wir holen uns jetzt noch einen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Wir machen nochmal in den letzten Abendstunden nochmal Vollgas auf Hecht. Und wenn ihr mal die Elbe kennenlernen wollt und euch noch nicht so gut auskennt, Kai ist euer Mann, www.zanderjoker.de, ne, oder? Gold. Alles klar, ich hole mir noch einen. Ja, meine Lieben, wir packen ein. Sollte mit dem Zander nicht sein, hat sich sogar gereimt. Nein, also wie ihr unschwer erkennen könnt, es fängt an zu pissen. Und wir haben jetzt auch zwei Blitze gesehen und das ist das Dümmste überhaupt, was man machen kann bei Gewitter weiter angeln. Und ja, da sind wir stark genug, um einfach zu sagen, wir packen jetzt ein. Strong genug, genau. Genau, wir wollten eigentlich noch ein, zwei Stündchen hier ein bisschen wobbeln und ein bisschen mit Gummi werfen. Aber wie gesagt, es fängt jetzt an zu regnen und ja, so eine Kohlefaserroute und Blitz ist einfach keine gute Mischung. Und wir können ja auch durchaus zufrieden sein. Wir haben richtig gute Fische gefangen. Hi, ich bin zufrieden. Ich hoffe, du diesmal auch. Matthias muss sowieso zufrieden sein. Geil abgeräumt heute, richtig geil. Ja, vor allem richtig coole Fische, ne? Was da waren dabei. Und kein Hecht unter 70, einen schönen Zander über 60. Ja. Und das an der Elbe, genial. Das muss man immer dazu sagen. Also richtig, richtig dufter Tag für die kurze Zeit, die wir hatten. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Schaut bei Kai vorbei, schaut bei Matthias vorbei und denkt an das Gewinnspiel. Und ja, was sollen die Zuschauer machen? Das hatten wir uns ausgedacht. Na, den größten Hecht mal schätzen, wa? Genau. Schreibt mal in die Kommentare, ja, wie groß der Hecht eurer Meinung nach war. Und die Auflösung gibt es dann nächste Woche Sonntag in dem neuen Video. Und das Köder-Gewinnspiel habt ihr ja gesehen, oder beziehungsweise was wir verlosen, ist doch ordentlich was dabei. Ich denke, macht schon Sinn mitzumachen. Ja, und dann schicken wir euch das nach Hause. Ich will mich bei euch bedanken. Hat richtig Spaß gemacht wieder mit euch. Ja. Gerne. Taktik ist aufgegangen, freue ich mich. So muss es sein. Und erleichtert. Würde ich sagen, habt ihr euch das Bett verdient. Ja. Danke dafür. Und ich mache jetzt nach Hause und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Schenkt den Jungs ein kostenloses Abo. Verpasst somit kein Video mehr und schaltet nächste Woche wieder ein.